So, wer hat jetzt noch keine Speed-Module? Ich schwankte immer so hin und her. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen, ne? Manche mögen das nicht, wenn ich so oft die Meinung ändere. Das sind jeweils 4 Slots. Also 16, 32, 48. 48 Speed-Module. Die alle auch den Stromverbrauch erhöhen. Aber die erhöhen den Stromverbrauch nur, wenn das Ding arbeitet, richtig? Oh. 1,3 MW, wenn sie arbeiten. Das ist ganz schön viel. Aber die hier arbeiten es ja nicht. Also dürfte kein Gem Grinder hier in der Liste auftauchen. Nö. Aber die da, Compressor. Nö. Was? Doch da, Compressor, die haben ja dieses doofe Symbol. Ja, also die würden jetzt wesentlich schneller arbeiten, aber auch wesentlich teurer. Das ist okay. Komm, raus, hier, da, da. Gucken wir mal. Und die anderen lasse ich so, wie sie sind, weil da sind ja momentan eh keine Edelsteine. So, ja, du bist jetzt bei 7 MW. Und genau dann kommt ein Angriff, was das Ganze jetzt noch problematischer macht. Aber die Akkus halten irgendwie immer. Hm. Apropos Akkus, bau mal. Oh. Stimmt, wir haben inzwischen wieder blaue Chips. Ich könnte auch die besseren Akkus bauen. Wie viel blau? Wir haben 2800 blaue Chips. Gib her. Gib her das Zeug. Ah, das ist krass. Okay. Was ihr aber gesehen habt, wir haben inzwischen nicht mehr genug grüne Chips. Okay. Also ich bräuchte eigentlich noch eine davon. Draht ist nicht durchgehend vorhanden. Scheint weniger zu werden. Also ich... Nee, Ärmchen ist doof. Eigentlich bräuchte ich noch eine riesige Abteilung nur für Ärmchen. Also für alle Untervarianten von Ärmchen. Ja, du musst mal ganz kurz was anderes machen. Du wirst eine zweite Drahtfabrik. Damit ich mir in der Hinsicht keine Sorgen machen muss. So. Du wirst aber nicht eine normale MK1-Fabrik. Du wirst eine super tolle Fabrik. Das dauert ein bisschen. Du bist eine super tolle Fabrik. Du kriegst anderes Zeug. Nicht das da, sondern du kriegst ein Kupfer. Davon aber viel. So. Du kriegst auch ein Ärmchen. Da. Achso, schnelle Ärmchen braucht man da schon, ne? Hatten wir gerade frisch gemobst. Also schnelle Ärmchen dahin, schnelle Ärmchen dahin. Tolle Fabrik. Ganz viele davon. Sehr schön. Also genug Kupferdraht haben wir jetzt. Das heißt, rein der Symmetrie wegen müsste ich jetzt das da dahin tun. Daneben noch ein Grün. Dann hätten wir hier zwei Grüne, da zwei Draht und hier 4 Rote. Aber 4 Rote ist viel zu übertrieben. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Hä? Warum arbeitest du nicht? So, du wirst nur öfters entleert, weil du näher dran musst am Port, okay. Ja, das mit den Beschränken habe ich immer noch nicht ganz so auf der Reihe. Das könnte erklären, warum wir 6300 haben. Habe ich das bei den blauen beschränkt? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, beschränkt mal auf 4 Stacks. Auch wenn wir sie wirklich häufig brauchen, aber ne? Das ist schon krass. So, die... Nein! Vergessen, die Produktivitätsdinger zu geben. Das ist nicht schön. Du hast ja... Stahl ist immer noch da. Eisenplatten sehe ich gerade. Keine im System. Also es kann daran liegen, dass ich halt hier die Module nicht drin hatte. Das macht doch schon ziemlich viel. Verdreifacht das Ganze halt. Das heißt, ich müsste jetzt ganz langsam sehen, wie Eisenplatten von unten rechts sich nach oben links durcharbeiten. Tja, währenddessen wird gedackert.
Aber ne, sehe ich nicht. Das heißt, wir brauchen noch eine Schmelze für Eisen. Okay. Ich hätte also ganz gerne... Oh. Holz. Ich hätte ganz gerne Holzroboter. So, 20 Holz, bitte. Ah, das ist komisch. So dreckiges Kupfererz baue ich nicht mehr weiter ab. Das reicht. Die Kisten kann ich allerdings mopsen. So, und euch wollte ich ersetzen. Die haben nämlich zum einen doppelt so hohen internen Storage und sie können es doppelt so schnell rausschmeißen. Das müsste schon mal einen guten Unterschied bringen. Schmelzofen. Was ist eigentlich mit denen? Also ja, ich kann sie mit Brennstoff betreiben, aber es könnte sein, dass sie Crafting Speed 3, Crafting Speed 4, wir sind nicht schneller. Ist vielleicht für ein System interessant, was nicht so viel Strom verbrauchen möchte, um vielleicht nicht so viele Beißer anzuziehen mit Smog. Ja, also nicht für unser System. Gut. Ja, mach da. So, du, alles voll mit denen. Du hättest gerne zwei Kisten. Einmal davon eine. Und Shift rechts, Shift links. Genau, und Ärmchen. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Jetzt sollten sich nach und nach wieder Eisenplatten ansammeln. Und die beschränke ich auch nicht, weil Eisen und Kupfer, ne? Davon kann man nicht genug haben. Ich würde jetzt allerdings echt ganz gerne unten rechts sehen, wie da Eisenplatten auftauchen. Oder sind die ganze Zeit schon recht weit oben und ich habe sie einfach übersehen? Nee. Ich gehe gerade nach und nach jede Reihe durch. Das ist kein Eisen. Schon. Da taucht nichts auf. Okay, ich brauche noch eine vierte Fabrik. Warum schaffen wir das mit so wenig Kupfer? Ich meine, wir ballern so dermaßen viel Kupfer durch die Drahtgeschichte für alle Chips. Das muss doch ein Riesenproblem sein eigentlich. Die Kiste reicht nicht mehr hier. Passive Provider Chest. 48 Slots. Bau davon mal welche. So. Ja, das ist sehr irritierend. Aber na gut. Irritierend oder nicht, ich muss es ändern. Das heißt... Achso, haben wir vielleicht nicht genug dreckiges Erz? Wir haben nicht viele, aber wir haben genug. Okay, noch ein Schmelzofen bitte. Da, so. Wir haben ja noch Holz im Inventar und wir haben das nächste Queen Biter-Eck. Das ist gut, dann kann ich nämlich gleich die wieder verwursteln. Weil es reicht, wie gesagt, nicht für die Power Armor. Es hat gerade mal für ein bisschen mehr als die Hälfte gereicht. Was schade ist, aber na gut. So. Das ist die falsche Kiste. Da. Ich knause ein bisschen. Ich warte jetzt noch, aber das wird nicht viel bringen. Oh, da oben wird was zerstört. Meine schönen Bauroboter. Ey. Okay, es ist Zeit, Skynet umzustellen. Das geht so nicht. Ja, die ganzen Leichen hier, ist okay. Da hinten ist Skynet. Putzel, 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 putzel. Die müssen eigentlich auch bald weg. Die haben hier in der Mitte nicht mehr viel zu suchen. Wobei ich drüber nachdenken sollte, was tue ich denn überhaupt in die Mitte, wenn ich jetzt alles in den äußeren Ring verteile an automatischen Fabriken. Also in die Mitte kommt die Lava-Geschichte, die wir immer noch für Tungsten und Bronze brauchen. In die Mitte kommt die gesamte Flüssiggeschichte. Wobei das nicht so viel Platz wegnehmen würde, wenn ich es mir schon kompakter baue.
Und es kommt die Stromversorgung. Na gut. Skynet. Hier. Du bau ab sofort bitte normale Construction Boards. Dafür brauchst du auch grüne Chips. Die du bitte auch von da erhältst. So. Und dann tust du sie bitte hier hin. Und du baust bitte die besseren Construction Boards. Gut. Gut, 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 gut. Also ich bräuchte jetzt theoretisch die ganzen alten. Und hau dann die alten da immer rein. Oh, die sehen genauso aus. Ja, das ist verwirrt. Aber die alten davon klaue ich mir mal. Ja, quer, quer, quer. Nach und nach alle alten und schwachen aussortieren. Wo seid ihr? Da. Wo sind die alten? Da, 6 Stück noch. Noch ein. Mwahahaha. So, und freilassen. Mip. Gut. Haben wir immer noch so ein Wasserloch? Bestimmt unten. Oh, stopp, Gerugon. Halt. Was wollte ich machen? Ich lasse mich schon wieder vom einen zum nächsten ablenken. Ich wollte die Munition machen. Ich habe die extra schneller gemacht und so weiter. Um Wasserlöcher kann ich mir später Gedanken machen. Also, geh hier hin, guck, wie viele grüne Raw-Sachen inzwischen da sind. 62. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Das heißt, wir können jetzt diese eine Fabrik. Oder sie? So, die habe ich irgendwo in eine Kiste geschmissen, ne? Gib mir einen Polisher. Und den Polisher tun wir einfach irgendwo hier zwischen. Weil ich den eh nur von Hand benutze. Oh, und ich hätte gerne drumherum überall Beacons. Hier passen die leider nicht so wirklich. Ah doch, ich könnte sie mal hier hinsetzen. Dahin und dahin. Habt ihr noch viel zu tun? Ja, habt ihr. Okay. Beacon. Bitteschön. Bitteschön. Und die Krieg, die gehen immer noch nicht. Die Vierer Speed-Module. Schön, okay. Trotzdem hätte ich dann gerne nochmal mehr Beacon. So, davon 2 Stück. Damit ich wirklich hier alles voll... Du kriegst ein extra Feld. Hier, das sieht relativ mittig aus. Nicht wirklich, aber ich deklariere es jetzt als mittig. Du mach das dazu. So. Und jetzt bieten. Oh, ich kann davon 1, 2... Bist du überhaupt im Feld? Ja, bist du. Das heißt, du stellst jetzt bitte hier Polished Gems. Machst das Ganze bitte mit möglichst schnellen Modulen. Du bist jetzt auf Geschwindigkeit 4-4. Zack. 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 Geschwindigkeit 6,8. Wobei für die Vorgänge, aber gut. Achso, und ich brauche auch noch Raw Emerald, das darf ich nicht vergessen, für die Vorstufe der Munition. Für die da. Dafür brauche ich auch Raw Sapphire. Muss ich mir also auch gleich alles holen. Und Stein. Okay, das kann ich automatisch befüllen lassen. Da muss ich mich wenigstens darum nicht kümmern. Mach bitte hier eine Requester Chest hin. Dahin. Die hätte gerne Stein, mehr nicht. So. 200. Ich hoffe, du kommst daran, aber du bist direkt an dem Feld. Oder passt da noch einer zwischen? Nö. Dann müsstest du nah genug dran sein. Eigentlich. Ja. Gut, 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 gut. Wie viel brauchst du denn da, bitteschön? 100 Stück für einen Vorgang. Ja, okay. Das ist interessant. Dann hätte ich gern noch davon ein wenig was.
Und dann hätte ich gerne die. Und für die nächste Highly Advanced fehlt mir nur der Polished. Den kriege ich ja gleich. Zing. Und eine Highly Advanced Battery. Dafür bräuchte ich noch ein Raw Emerald. Ich habe... Oh ne, habe ich nicht mehr. Geh her. Das heißt, wenn jetzt gleich alles gut läuft, dann habe ich 4 Magazine für die Shotgun. Könnte reichen für eine kleine Basis. Aber ich sollte einen Fluchtwagen in der Nähe positionieren, damit ich schnell wegkomme. Weil die Spawner werde ich töten können. Relativ schnell. Die haben ja nur, in Anführungszeichen, 2500 Lebenspunkte. Was wesentlich mehr ist, als sie damals hatten. Aber selbst dieses wesentlich mehr ist jetzt inzwischen im Zuge unserer industriellen Revolution hier nicht mehr ganz so viel. Problem ist jetzt nur, was ich einstecken kann. Und das ist nicht viel.